Alles, was eine Person im Leben erreicht oder nicht erreicht, steht in direktem Zusammenhang mit seiner Denkweise. Hier ist einer der besten neuen Gedanken, die Sie haben können. Ich weigere mich, etwas oder jemand anderem die Schuld dafür zu geben, wo ich heute bin. Ich weigere mich. Ich weigere mich, etwas oder jemand anderem die Schuld für meinen heutigen Zustand zu geben. Ich werde das Rennen laufen. Ich garantiere Ihnen, dieser Gedanke wird Ihnen ein sehr erfolgreiches Leben bescheren. Sie werden nicht für immer da bleiben, wo Sie sind, ganz gleich, wo Sie sind und in welcher Lebensphase Sie stecken. Sie wird enden. Falls Sie gerade an einem guten Platz im Leben sind, erfordert es gutes Denken, harte Arbeit und tägliche Instandhaltung, diese gute Sache zu bewahren. Sollten Sie hingegen gerade an einem schlechten Platz im Leben sein, raten Sie mal, was geschehen wird. Auch das wird enden. Ich glaube, einer der lähmendsten Gedanken, die Depressionen erzeugen und Menschen in den Selbstmord treiben kann, ist der plagende Gedanke, ich werde immer traurig oder depressiv bleiben. Ich werde immer krank bleiben. Ich werde hier immer festhängen. Etwas Gutes kommt immer. Es kommt immer etwas Gutes. Sie werden nicht ewig da stecken bleiben, wo Sie sind. Auch wenn Sie jetzt schon florieren, gibt es kein Limit, wie gut Ihr Leben noch werden kann. Beschränken Sie Ihren Glauben nicht. Und mehr Fülle, mehr Liebe, mehr Erfolg. Aber um das zu erleben, um das zu erreichen, müssen wir die richtige Denkweise pflegen. Wir müssen glauben. Wir dürfen nicht anderen die Schuld geben. Wir müssen aufhören, die Schuld bei unserem Umfeld zu suchen oder zu verlangen, dass das Leben fair ist oder die anderen Sachen, die wir angesprochen haben. Klar, wir wollen eine bessere Gesellschaft bauen. Wir wollen immer eine gute Regierung haben. Aber unterm Strich bringt uns keines dieser Dinge dahin, wo wir hin müssen, oder? Nein. Das, was uns dorthin bringt, ist die richtige Denkweise. Hegen Sie Glauben in Ihrem Herzen. Mehren Sie Ihren Glauben, dann schaffen Sie es. Das werden Sie. Wenn Sie Ziele und Pläne hegen, wenn Sie fleißig lernen und bereit sind, die Peinlichkeit des Versagens zu ertragen, immer und immer wieder, für den Traum, dass Sie es eines Tages schaffen, dann schaffen Sie es auch. Der Tag beginnt mit dem Sonnenuntergang 6 Uhr abends. Die Idee dahinter ist, dass man in der Ruhe anfängt. Ihr Tag beginnt mit der Ruhe und man lebt aus dieser Ruhe heraus. Die Fähigkeit, Verspätungen, Probleme oder Leid zu ertragen, ohne beleidigt oder ängstlich zu werden. Sie können hart arbeiten, Sie können aufstehen, wenn der Wecker klingelt und spät zu Bett gehen und immer noch in der Ruhe leben. Zentriert. Viele von uns vermiesen sich selbst die Freude, die sie am Leben haben könnten, weil sie ungeduldig sind. Ungeduld ist einer der Freudenkiller schlechthin.